4 Monate lang habe ich gar nichts gemacht. Was soll der Scheiß, Digga? Ich habe das jetzt ein bisschen rausgeschnitten, weil es ist gut möglich, dass ich vielleicht gegen ein paar Gesetze verstoßen habe. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Wie man sieht, das Wetter ist immer noch ein bisschen hübsch. Ich bin jetzt echt lange nicht mehr gefahren. Das hat aber auch einen Grund gehabt. Erstmal, es war 2 Tage kalt. Ja, das ist ein gutes Argument. Und ich glaube, es hat 2 Tage geregnet oder einen. Ich weiß es nicht. Und der Grund, warum ich jetzt ein paar Tage nicht gefahren bin, ist absolut lächerlich, wenn ich euch den sage. Also, fang mal an. Ich habe vor rund 3 Tagen sowas. Heute ist Dienstag, Samstag. Ja, 3 Tage ist das her. Vor 3 Tagen habe ich ein paar Leuten geholfen bei einem Umzug. Weil die umziehen, haben gefragt, hey Dani, da ist jemand abgesprungen. Kannst du vielleicht kurz reinkommen für 2, 3, 4 Stunden sowas? Gar kein Problem, Digga. Zu dem Moment habe ich noch nicht gewusst, worauf ich mich da einlasse. Aber gut, ich komme hin. Er hat mir die Adresse geschickt. Er so, ja, kannst du bitte mit einem Auto kommen, weil da sind noch Sachen und die passen nicht bei uns allen rein. Okay, gut, ich komme an. Was sehe ich? Der Transporter ist full. Der Q7 ist full. Und ich bin mit dem T-Roc da. Und der ist dann auch einigermaßen gefüllt worden. Zwar nicht so full wie die anderen, aber ich musste es jetzt umklappen auf jeden Fall. Und es wurde ein bisschen eng. Naja, auf jeden Fall all das Zeug rein. Gut, fahren wir dahin, wohin wir ziehen. So, dann kommen wir da an. Ruhige Gegend, wirst nicht gestört, wenn du die ganzen Sachen hochträgst. Komm ich ins Treppenhaus. Ja, komm erstmal nach oben, Dani, dann zeigen wir dir die Wohnung. Okay, gut. Erstmal kein Aufzug. Gut, ist nicht so schlimm. Wir haben auch keinen Aufzug bei uns. Das ist fresh. Wir haben auch keinen Aufzug bei uns im Haus. Also, von da habe ich mich da nicht zu beschweren. Dann gehen wir hoch und dann Treppen sind schon so, joa, sind anstrengende Treppen. Nicht ganz anstrengend, aber sind halt so lang, aber nicht so hoch. Also man tretet viel rum, aber kommt nicht weit nach oben, sag mal so. Naja, auf jeden Fall, wir gehen die Treppen hoch, 1. Stock. Wir gehen weiter hoch. 2. Stock. Wir gehen weiter hoch. 3. Stock. Ich so, jo, langsam können wir aber aufhören. Wir gehen weiter hoch. 4. Stock. Das oberste Stockwerk im Haus. Haben wir jetzt sozusagen 3 Autos auszuladen und nach oben zu bringen. Wie man weiß, ich bin seit 3 Monaten jetzt im Lockdown. 3 Monate? Ne, 4 Monate sind es jetzt bald, oder? 4 Monate sind es, Digga. Ich bin im 5. Monat. 4 Monate lang habe ich gar nichts gemacht. Und jetzt soll ich Sachen 4 Stockwerke nach oben schleppen. Hat ein bisschen Spaß gemacht, war aber danach ein bisschen kaputt. Dachte ich mir so, ja, mei, bisschen Sport kann ja nicht schaden, oder? Es war am Samstag. Sonntag, Montag konnte ich mich nicht anständig bewegen, weil ich so extremsten Muskelkater in den Beinen hatte. Meine Hände haben so sehr wehgetan. Ich musste am Sonntag noch kurz zu denen fahren, um denen was zu bringen. Es hat wehgetan zu schalten. No joke. Ich habe Schmerzen verspürt, wenn ich hier den Schalthebel so ziehen musste. Es hat wehgetan. Aufstehen war schwer. Treppen nach unten steigen war schwer. Nach oben ganz zu schweigen. Ja, und das ist der Grund, warum jetzt ich 3 Tage nicht gefahren bin, obwohl das Wetter eigentlich fahrbar gewesen wäre. Gestern dann war es auch nicht ganz so gut. Wie gesagt, also Sonntag war komplett Katastrophe. Gestern ging es dann einigermaßen noch, aber ich war mir trotzdem unsicher, ob ich das wirklich will. Wäre halt unnötig anstrengend gewesen. Plus dann wurde ich noch zu einem anderen Kollegen eingeladen, mit ihm ein bisschen rauszugehen, ein bisschen mit dem Hund Gassi. Da habe ich gedacht, komm, fährst heute. Und jetzt fahre ich. Und jetzt geht's mir gut. Ich kann stehen. Ich kann Treppen steigen. Was Schönes. Was aber jetzt nicht so schön ist, dass ich nur heute und morgen fahren kann. Warum, fragt ihr euch? Weil es übermorgen wieder anfängt zu regnen. Und danach hat es Minustemperaturen. Was heißt, dass es gut möglich sein könnte, dass es einfach wieder schneit? Ich will noch mal ganz kurz sagen, vor einer Woche hatten wir 20 Grad und in ein paar Tagen soll es wieder schneien. Wieso ist das Wetter so? Wieso? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Warum? 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 Ich verstehe das nicht. Womit habe ich das einfach verdient? Ich weiß es nicht. Könnt ihr es mir sagen? Ich habe nichts gemacht. Nichts Schlimmes. Gehe ich nach links ab oder fahre ich gerade aus? Ich biege nach links ab. Ja, komm. Yalla, 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 bam, 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 bam. Und ja, das habe ich so gemacht. Nach 4 Monaten einmal ein bisschen Sport und rein theoretisch hätte ich mich dafür gleich krank schreiben können. Was soll der Digga? Ja, nicht bei Rot über die Ampel rennen.
Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn ja, tut es mir leid, dann erzähle ich es nochmal. Aber ich habe meine Fahrschule letztens wieder erreichen können. Und da habe ich mit denen halt rumgeschnackt, wie es nun aussieht. Ob man Fahrstunden machen kann, seine Prüfung machen kann. Geht alles. Und er kümmert sich drum, dass wir einen Termin bekommen und ich meine Fahrstunden bald machen kann. Ja, es ist jetzt 3, 4, 5 Tage her oder sowas. Und ich habe seitdem auch nichts mehr von ihm gehört. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle an meinen Fahrlehrer. Warum gehen die einfach alle hier rüber? Die Baustellenspur ging doch weiter. Warum sind die einfach jetzt alle nach links gezogen, Digga? Man muss nicht alles verstehen im Leben. Verstehe ich auch nicht, Digga. Ich will eigentlich... Ah, nee, hier kann man noch nicht abbiegen. Du hast rot. Das ist meine Ampel. Das ist die Polizei. Hallo, Polizei. Und hier ist doch irgendwo ein Burgerhaus. Irgendwo da hinten oder so. Ja, da. Ich meine, sie ist safe nicht auf der Cam. Da hinten ist ein Burgerhaus. Brutal leckere Burger. Ist aber auch nicht schwer, einen Burger gut schmecken zu lassen, würde ich behaupten. Mensch, ihr habt doch rot. Hä, wo bin ich denn jetzt? Warum ist da eine Mauer? Was ist das für ein Palast? Ah, warte, war hier nicht mal dieser... Das Möchtegern Oktoberfest war doch da, weil das Oktoberfest ja verboten wurde. Also, ich will sagen, ich weiß, wo ich bin in der Stadt, aber ich habe keine Ahnung, was das da alles ist. Ich habe auch keine Ahnung, was dieses... Ich habe auch keine Ahnung, was dieses Miniatur-Berliner Tor da sein soll. Berliner Tor, wahrscheinlich Brandenburger Tor, oder? Im Übrigen, ja, ich habe geschaut, das hier ist der alte Botanische Garten. Nicht wie im letzten Video, dass der Englische Garten ist. Englische Garten sieht ein bisschen anders aus. So minimal. Man würde den Unterschied echt nicht sehen, wenn man sie nebeneinander stellt. Im Übrigen, hier... Ihr wisst, wo wir sind. Geküsst seien deine Augen, Abdallah. Da oben ist er. Der gute Abdallah. Okay, also da hinten, ne? Ich habe das jetzt ein bisschen rausgeschnitten, weil es ist gut möglich, dass ich vielleicht gegen ein paar Gesetze verstoßen habe. Aber Digga, wie kompliziert kannst du denn bitte eine Baustelle machen? Also, das war jetzt ohne Spaß. Der Typ, der die Ampeln aufgestellt hat, der wurde doch bezahlt dafür, dass er sie möglichst unintuitiv aufstellt. Naja, Leute. Ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen, weil es passiert ja irgendwie nichts. Ich habe auch aktuell nichts zu reden. Es gibt noch ein paar Themen, über die ich was erzählen kann. Aber für die will ich halt ein extra Video machen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Bah, warum musst du jetzt husten? Lasst einen Kommentar da für den Algorithmus. Ich küsse eure Augen. Genießt das schöne Wetter. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.